Hier oben ist alles noch wie immer. Da müsste mein Kinderzimmer gewesen sein, glaube ich, da unten drunter. Da lag ich da so rum, oder so, glaube ich. Da war der Kopf, glaube ich. Da habe ich immer von unten hochgeschaut auf die Decke, weil von unten ist der Boden die Decke. Und manchmal habe ich dann Geräusche gehört vom Dachboden hier oben. Habe ich als Kind immer Angst gehabt. Habe ich gedacht, ist irgendwas Schlimmes. Hier oben ist die Zeit gar nicht vergangen. Gell? Von hier oben aus gesehen könnte ich eigentlich jetzt da unten liegen und dann würde ich mich selber hören und würde denken, es ist irgendwas Schreckliches. Dabei bin ich selber. Ich habe viel Angst gehabt als Kind, auch vor Geistern. Ich habe immer unterm Bett nachgeschaut, ob ein Geist drunter ist. Dann wollten mich meine Eltern beruhigen und haben gesagt, das hat keinen Sinn, wenn du nachschaust, weil Geister sind unsichtbar. Da habe ich noch mehr Angst gehabt. Ne? Auch immer so Albträume. Ich habe immer den gleichen Albtraum gehabt. Ich habe immer geträumt, ich würde aufwachen und ich müsste aufs Klo oder so. Ich gehe zum Lichtschalter, ich schalte das Licht an, das Licht geht nicht an. Da wusste ich schon, ist ein Albtraum. Da kamen sie schon durch den Flur und beim Fenster, die ganzen Gestalten und also später haben die Albträume dann aufgehört, zum Glück. Gell? In letzter Zeit habe ich manchmal wieder so Albträume. Aber nicht mehr so Kinderalbträume, mehr so Erwachsenenalbträume. Ich träume, ich würde aufwachen und alles wäre wie immer. Ja, ich habe gerade Trennung, weißt du? Trennung ist so viel Stress, gell? Zwei verschiedene Wohnungen oder eigentlich eine verschiedene Wohnung, weil sie bleibt ja in der alten und ich muss in die verschiedene. Ja, also, naja, wenn man ehrlich ist, es war auch mehr ihre Wohnung. Also, wir haben sie schon gemeinsam eingerichtet, aber mehr nach ihrem Geschmack. Sie hatte so ein bestimmtes Gespür dafür, was uns gefällt. Ja, sie hat gemeint, ich hätte schon auch einen Geschmack, aber der reicht nicht für eine ganze Wohnung. Also, ja. Ja, ist aber normal, oder? Ja, ist normal, dass Frauen eher die Wohnung einrichten. Ist normal, gell? Also Männer schon auch, aber mehr praktisch. Ne? So mit dem Hammer. Nein, jeder tut halt, was er kann. Die einen treffen eher Entscheidungen, die anderen eher den Nagel. Nein, das war jetzt ein Klischee, Entschuldigung. Aber es stimmt ja auch. Nein, vielleicht ist es auch einfach nur so ein Vertrauensproblem. Ja, es ist ja viel, viel häufiger, sagen wir, dass eine Frau zu ihrem Mann sagt, wir haben noch überraschend Gäste, bringen auf dem Nachhauseweg noch eine Tüte Chips mit von der Tankstelle, ne? Als wie wir haben überraschend Gäste, bringen noch schnell ein neues Bild mit fürs Wohnzimmer. Gell? Das Vertrauen ist nicht da. Und Bilder, die man selber in die Beziehung mitbringt, enden häufig als Rahmen. Na, ja. Ja, für ihre Bilder, gell? Sie tut dein Bild raus, gell? Tut ein neues rein, hängt's wieder auf, ne? Aber du kannst dich ja nicht beschweren, weil es dir nicht auffällt. Gell? Ja. Von mir war das mit den, das kennen Sie wahrscheinlich auch, das habe ich mitgebracht in die Beziehung, von diese Bauarbeiter, die da auf dem Wolkenkratzer, auf dem Stahlbalken, auf dem Stahlträger Pause machen. Ja, so ein Fotobild, gell? Das habe ich mir als Jugendlicher mal gekauft. Es war für mich so ein Symbol für mein Leben eigentlich. So, weißt du, so hoch hinauf, gell? Und dann oben halt ja, irgendwie Pause. Ja, das hat ihr aber immer gefallen. Gell? Und ja, dann hat sie den Maler kennengelernt, gell? Und dann war ihr das plötzlich zu realistisch. Ich habe gesagt, ich kann ja jetzt nicht 10 Bauarbeiter fotografieren, die arbeiten, nur damit du ein unrealistisches Bild hast. Also, ja, den Maler hat sie bei der Sparkasse kennengelernt. Ja, die machen jetzt bei uns bei der Sparkasse statt Zinsen immer so Ausstellungen. Ja. Ja, Müller heißt er, oder Meier. Sagt Ihnen das was, der Name von dem Maler Müller und Meier? Nee, gell? Nee, habe ich mir gedacht, das ist ein unbekannter Maler. Der malt ja auch nur, der malt ja wirklich nur so Flächen in verschiedenen Farben. Also ich habe zu ihm gesagt, wenn er nur weiß nimmt, dann kann er uns die Garage ausmalen. Ja, kann er mit seiner Kunst Geld verdienen, aber naja, ich will da gar nicht jetzt. Sie wäre jetzt seine Muse, gell?
Ah, sie wäre jetzt seine Muse, sagt sie, gell? Also, naja. Geküsst hat sie ihn. Na, aber künstlerisch merkst du es nicht. Sag mal, der Wolfgang müsste eigentlich schon da sein, oder? Der Wolfgang, der bringt meine Sachen mit dem, der hat ja den VW-Bus, der hat meine ganzen Kisten, ich stelle meine Sachen erstmal unter, hier auf dem Dachboden von meinen Eltern, übergangsmäßig, das kommt wieder weg. Ja, sicher, das kommt wieder weg, das ist nur für kurz. Aber der ist noch nicht da, gell? Wolfgang ist noch nicht da. Ist komisch. Ich war mir sicher, dass der pünktlich ist. Ich habe das oft, gell, das ist ganz komisch. Ich habe das ganz oft, ich weiß oft vorher schon, was passiert. Und dann kommt es doch anders. Ja. Also ich habe das als Kind schon gehabt. Gell? Ich habe als Kind, wenn ich zum Beispiel von der Telefonzelle aus zu Hause bei meiner Mama angerufen habe, dann habe ich oft an der Stimme meiner Mutter durchs Telefon schon gerochen, dass es Pilzsuppe gibt. Und ich habe Pilzsuppe gehasst. Gell? Wir mussten ja Schwammerlsuppe dazu sagen. Ne? Dann kam ich nach Hause und gab doch was anderes. Aber war zu spät, weil mir war schon schlecht. Ich muss sagen, Pilzsuppe hat es mich so geekelt. Also ich habe schon versucht, die zu essen. Gell? Ich musste ja. Ne? Aber ich habe 4, 5 Löffel habe ich geschafft. Gell? Da war es mir so übel, da musste ich mich übergeben. Ne? Das sah dann wieder aus wie Pilzsuppe. Also ich weiß bis heute nicht, warum die Mama die immer wieder gemacht hat. Dann hat sie gesagt zu mir, die Mama hat zu mir gesagt, ja, wenn du groß bist, dann kannst du ja machen, was du willst. Sie war doch selber groß. Gell? Na? Hätte doch wissen müssen, dass das nicht stimmt, aber naja. Nein, heute esse ich schon Pilzsuppe. Gell? Also ich würde jetzt keine bestellen. Ja, aber wenn schon eine da wäre, dann würde ich sie essen. Ist eigentlich schade, gell? Heute könnte ich mich weigern, aber ich habe keinen Grund mehr dafür. In meiner Beziehung war es auch so, gell? Da habe ich auch, bei ihr auch immer, bei meiner Frau, ich habe immer gewusst, wie sie reagiert. Ich meine, man kennt sich mit der Zeit so, gell? Ich habe immer gewusst, wie sie reagiert. Ich musste sie nicht mehr fragen, was sie denkt oder wie es ihr geht, weil ich wusste es ja. Immer gewusst, wie sie reagiert. Und dann reagiert sie plötzlich ganz anders. Also unzuverlässig, oder? Ja. Nee, alles so, gell? Das Leben, meine Frau, der Wolfgang. Der Wolfgang hat extra noch gesagt, ich soll ja pünktlich sein, weil er hat heute eigentlich gar keine Zeit. Er müsste irgendwie mit seinen Kindern ganz wichtig was machen und ob ich mir nicht eine Umzugsfirma da bezahlen könnte. Das sagt ja, das ist mein Freund, gell, der Wolfgang. Er fragt mich, ob ich eine Umzugsfirma bezahle. Ich habe gesagt, Wolfgang, wozu hat man Freunde? Also, naja. Haben Sie das gerade gehört? Nee? Ich auch nicht. Ist so komisch still, gell? Ich habe mir immer gedacht, wenn so viel im Leben sich ändert, das müsste total laut sein, aber es ist so still. Ich bin nicht mal richtig traurig. Komisch, gell? Hätte gedacht, in so einer Situation ist man traurig. Da hat man mal Grund, traurig zu sein, und dann ist man es gar nicht. Das ist traurig, oder? Ja. Na, ich bin ganz gerne traurig, vor allem, wenn ich keinen Grund dafür habe. Da ist man so mit dem Leben im Einklang. Naja, 5 Jahre ist es jetzt her, dass es begonnen hat, in unserer Beziehung zu kriseln. Wie ich es dann gemerkt habe, das ist jetzt auch schon wieder fast ein Jahr her. Ja, ne, weil sie hat gesagt, sie kriegt keine Luft mehr. Ja, es ist jetzt zu eng in der Beziehung. Dann habe ich gesagt, na gut, vielleicht brauchen wir mehr Nähe. Dann hat sie gesagt, ja, sie bräuchte schon mehr Nähe, aber zu Dingen, die von mir weiter weg sind. Ja, und dann habe ich gesagt, na gut, wenn du weg willst, dann fahren wir halt in Urlaub. Ne? Nein, kann man ja machen, kann man doch in Urlaub fahren, oder? Kann man ja mal. Du, früher waren wir viel im Urlaub. Am Anfang der Beziehung, da sind wir hatten fast kein Geld. Aber wir sind in Urlaub gefahren. Wir haben halt dann die kleinsten Zimmer genommen, weil es die billigsten waren. Also einmal Italien. Oh, Italien, da hatten wir ein winziges Zimmer mit Dachschräge in einem Hotel mit Flachdach. Ich glaube, das haben die extra eingebaut für den Preis. Wir sind mit dem Fahrrad runter, gell? Stell dir mal vor. Wir sind damals mit dem Fahrrad runter nach Italien, gell? Über die Alpen drüber, die Serpentinen hoch, wieder runter, ne? Das Fahrrad immer hinten auf dem Autogepäckträger.
Ja, wir waren damals in dem Mehrfamilienhaus und man konnte bei uns den Keller nicht abschließen. So haben wir gedacht, bevor das Fahrrad jemand klaut, ne, nehme ich es lieber mit. Im Nachhinein war es natürlich ein Blödsinn, gell? Da unten wird es einem ja viel eher geklaut. Ja, ich habe es dann schon mit aufs Zimmer. Ja, weil meine Frau war ein bisschen dagegen, aber ich sag mal, so eng waren wir nie wieder zusammen. Ja? Das Fahrrad stand immer ein bisschen zwischen uns, aber werde ich doch ein bisschen traurig, glaube ich. Das ist schade bei einer Trennung, dass die gemeinsamen Erinnerungen plötzlich so eindimensional werden. Das ist ja oft so, gell? Wenn man sich an schöne Dinge erinnert, die vorbei sind, dann wird man traurig. Das ist bei einer Beerdigung auch so, oder? Wenn erzählt wird, was der oder die Verstorbene, was die Schönes erlebt haben, wenn so Geschichten erzählt werden, dann fangen an der Stelle fangen die Leute oft an zu weinen. Das ist so, gell? Wenn man sich an schöne Dinge erinnert, dann wird man traurig. Zum Glück haben wir nicht allzu viele schöne Dinge gemeinsam. Ja. Ne, es ist gut, wenn man nicht zu viele schöne Dinge erlebt, dann ist man hinterher nicht so traurig. Ich gebe das zu, gell, ich habe Schwierigkeiten loszulassen. Ja, ich weiß auch nicht. Wir waren jetzt 20 Jahre zusammen, das ist ja gar nicht so lange. Aber ich baue halt viel zu schnell emotionale Bindungen auf. Ja, ich habe das sogar bei Sachen, gell, bei Dingen auch. Ich baue immer so emotionale Bindungen auf. Ich weiß schon, man müsste es eigentlich lernen, gell, loslassen. Gerade heutzutage, gell, die Dinge gehen ja immer schneller kaputt. Bei manchen Sachen wird schon eine Sollbruchstelle eingebaut. Meine elektrische Zahnbürste, 2 Jahre alt und ist schon wieder kaputt. Na, früher so eine normale Zahnbürste. Ja. Na. Ja. Na. 10 Jahre mindestens, oder? Ja. Nee, bei der Zahnbürste ist das Ladekabel. Das Ladekabel, gell? Genau als die Garantie abgelaufen war, habe ich es nicht mehr gefunden. Ja, man kann auch ohne Strom damit putzen, gell? Aber das muss ja heute immer alles so aufgeladen sein, gell? Die Maschinen haben immer mehr Energie, die Menschen immer weniger. Du, schau, ich sag mal nur als Beispiel, die Frau Schubert, die hat hinter der Leiter gewohnt. Ja, also nicht direkt, schon noch das Dach dazwischen und dann die Wiese und dahinter der Bauernhof. Ne? Da hat die gewohnt, die Frau Schubert. Da haben wir als Kinder immer die Milch geholt, gell, von in der Kanne von der Frau Schubert. Die Frau Schubert hat alles mit den Händen gemacht. Die hatte kaum irgendwelche, ich weiß gar nicht, hatten die überhaupt Strom? Also ich glaube, wenn, dann nur ganz wenig. Fast alles mit der Hand gemacht. Und die hatte ihren Garten, die Kühe, die Kinder, ihren Mann, also Vierfachbelastung. Gell? Die ist mit 62 Jahren gestorben. Aber ich glaube, das hat ihr nichts ausgemacht. Ja. Aber ich sage ehrlich, ich verwende die Zahnbürste trotzdem. Gell? Ich drücke sogar meistens den Knopf. Ja, ich weiß, es ist sinnlos, aber es fühlt sich bei einer elektrischen Zahnbürste einfach richtiger an. Ich meine, man macht so viele sinnlose Dinge im Leben, warum soll ich ausgerechnet bei der Zahnbürste damit aufhören? Ich habe jetzt gerade so einen Gedanken, aber vielleicht war in unserer Beziehung ja auch so eine Sollbruchstelle. Nein, ich möchte jetzt nicht schlecht über meine Frau reden, aber wer sonst? Oder dass vielleicht die Liebe selber, ja, dass die Liebe selber die Sollbruchstelle ist. Das könnte auch sein, oder? Das muss ja heute auch immer alles so aufgeladen sein, dass man sagt, wenn die Liebe weg ist, dann ist alles nichts mehr wert. Gell? Früher, unsere Großeltern, die haben eine Beziehung weitergeführt, wenn die Liebe weg war. Die haben das meistens nicht mal gemerkt. Nicht? Aber heute, gell, sie sagt so zu mir, ja, wie hat sie gesagt, ja, was für einen Sinn hat das, die Beziehung weiterzuführen, wenn wir uns nicht mehr lieben? Ne, und ich habe gesagt, Vermeidung von Veränderung. Ja, ist das kein Wert an sich? Vermeidung von Stress?